So, dann mal schauen wir jetzt hier. Ja, die beiden Mumien waren ja nicht das größte Problem. Die Öllache haben wir nicht angezündet, weil wir diese Zauberrolle nicht gesehen haben, die hier bei den Vasen lag. Naja, haben es trotzdem geschafft. Ist ja nicht so schlimm. Ja, das wäre wahrscheinlich der offizielle Weg gewesen, wie man die besiegen sollte. Aber was ich gerade sehe, hier liegen jetzt ein paar Sachen rum. Einmal ein Skillbuch, dann Stoffschuhe und eine aurale Robe. Ja, das stimmt. Hattest du jetzt vorhin das Messer nutzen können? Nee, war ja kaputt gewesen. Vielleicht ist die Robe was für dich? Du kannst sie dir ja zumindest mal anschauen. Schau es mir mal an. So. Okay, Luftwiderstand plus 5 und Armor Rating 3. Also das Einzige, was da ein bisschen gut ist, ist halt der Widerstand gegen Luftzauber. Von daher. Okay. Ich hatte in der Zeit hier das Skillbook aufgehoben. Das wäre für Burning Touch, dass alles, was in meiner nahen Reichweite ist, in Feuer aufgeht. Allerdings müsste ich dafür Feuerelementarist Level 1 können. Und das habe ich natürlich nicht. Und noch ein paar Schuhe. Ja, die haben nur ein wenig mehr Rüstung, aber sonst... Okay, ja, Stoffschüchen. Und dann war es das auch hier. Warst du das? Nein. Ach so, Moment mal. Ich habe doch diesen... Ich bin jetzt gerade auf die vergrabene Mumie getreten und habe ein paar Hitpoints zurückbekommen. Ja, jetzt bist du aber nur geslowt worden. Ja, aber davor ist gerade eben... War das nicht ich, der das Talent hatte von Blut, wenn er in Blut tritt, geheilt zu werden? Stimmt, ich glaube, du hattest irgend sowas. Ja, schau mal eben nach. Moment. Nee, halt nicht sneaken. Abilities, Talente. Ja, genau, Leech. Ja, genau, Leech heals you when standing in blood. Ja, gut zu wissen für die Zukunft. Musst du im Notfall mich abschlachten und dann durch mein Blut durchlatschen. Richtig, genau. So. Ah, hier steht irgendwas. Pressure Plates can be activated. Da gibt es also manchmal Platten, wo man drauf treten kann. Hier zum Beispiel. Ah, da muss ich bestimmt hier auf die zweite bleiben, auf der stehen. Ja, passiert aber nicht so viel. Die Tür ist aufgegangen hier. Ah, okay. Ja. Gut, da müssen wir wahrscheinlich irgendwas draufstellen, ne? Genau. Dann versuchen wir es mal mit hier irgendeiner Vase. Klick, jawohl. Ja, voilà. Wunderbar. Warte mal, ist da noch irgendwas? Schau mal eben. Oh, da ist noch was, schau mal. Tränke, Pfeile. Heiltränke, Intelligenztränke. Also ich habe einen Bogen im Inventar. Ich weiß nicht, ob ich auch Bogen könnte ich theoretisch auch nutzen, aber naja. Aber eher verkaufen wahrscheinlich. Möchtest du die Intelligenz Potion nehmen? Denk mal, du wirst es eher nötig haben als ich. Ja, Healing Potion hatten wir beide schon mal eingenommen, nehme ich mal mit. Und dann nimm du das ganze Pfeilgedöns mal ein. Okay. Genau. So. Das war's. Schauen wir mal, aber jetzt hatten wir hier, glaube ich, jetzt alles. Haben wir hier drüben noch was übersehen? Oder. Nee, da kamen wir her. Hier noch irgendwas? Ah, hier geht's noch. Da geht's nicht wirklich weiter. Nee. Höchstens in der Vase vielleicht noch irgendwas. Nee, die ist leer. Und wahrscheinlich von der anderen Seite dann darüber. Ja, das könnte sein. Ja, aber wunderbar, hier können wir auf jeden Fall jetzt durch. Komm,
wir schon. Ich laufe aber diesmal wieder nicht vor, sondern warte ein bisschen auf dich. Sprach ich und lief weg. Aber ja, hier ist eine Sackgasse. Und ich laufe natürlich hinterher. Ja, so muss das sein. So, und was uns hier erwartet? Kaputte Vasen. Und nochmal kaputte Vasen. Kohlekörbe. Ja, die sind aber zu schwer, um sie irgendwie Ja. anders hinzumachen. Ich. Aber ausmachen kann man sie alle. Oh, ging doch. Hä, war ich das jetzt? Komisch. Du hast auf jeden Fall irgendwas da gerade Ja. ausgelöst, aber. Ich habe ihn angeklickt, wollte ihn eigentlich ausmachen und nach unten gerutscht. Komisch. Okay. Eigentlich sind Dinger zu schwer zu bewegen für uns. Brauchst du mehr Stärke? Oh, ein Kissen. Oh. Ja, dann kannst du zwischendurch mal eine Pause machen. Ja, Ja, hier ist genau. wieder Jetzt nix. so eine Nickerchen. Steintür. Wollen die wieder Und mal knacken? schauen, ob die. Oh! Ausgang. Ja, Dann dann komme komme ich ich doch hier wieder hin. rein. Ja, ich komme auch wieder rein. Ja. Da ist nichts mehr. Ich glaube, das war's dann auch schon hier. Oh, schade, es Und hat gerade so viel Spaß gemacht. ja, also macht auf jeden Fall Spaß auf mehr. Also ein bisschen Dungeon Crawling. So. Das war's. Dungeon zumindest. Ich glaube, da kamen wir ja her. Oh, es ist hell hier. Oh, Ja, ich wollte auch gerade sagen. blend. Ja, aber ich denke mal, ja, so ist es, wenn man halt gerade aus dem dunklen Verlies rauskommt, ne? Immer zum Strand runter, bevor wir uns für den zweiten, für den zweiten da wieder mit den anlegen. Vielleicht schafft man Ja, denn diesmal die kennen wir ja auch schon. ja, richtig, diesmal das mit gewaltlos zu lösen. Ah, dafür kenne ich dich zu gut. Du haust immer gerne irgendwo drauf. Aha. Ja, ich und draufhauen. Ich bin ein friedlebender Mensch. Was haben wir denn hier? Ah, das Tor. Hier liegt wieder die Schaufel. Von die Genau. hatten wir ja damals schon. Richtig. Und was sie geändert haben, man muss sie nicht mehr anklicken, sonst sobald sie im Inventar ist, wird sie automatisch angewendet. Das ist ganz Ah, das ist dann praktisch. Ja, schick. ja, 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 ja. Tja, jetzt irgendwie. Ob sie diese Muschel noch essen haben, diese lustige, sprechende Muschel. Ach, du meinst Ishmael? Ja, ich mal schnell, genau. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo die genau gestanden hätte. Ja, hier irgendwo dachte ich eigentlich, ach so. Das ist eine große Shell. Rochelle, Rochelle. Ja, hier sehe ich, Da glaube ich, ist er ja. Ishmael schon. Ja. Sollen wir diesmal mal fies sein und die Perle mitnehmen? Ja, können diesmal jetzt mal fies, hä? Ja, das Gespräch hatten wir ja damals schon, deswegen werde ich das jetzt einfach mal. Genau. Ja. Mal einfach durch. Bla 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 Ja, bla bla war. bla 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 bla. Für eine Muschel redet die ziemlich viel. So, ja, jetzt können wir hier entscheiden. Und ich sage, ich möchte die Perle gerne mitnehmen. Ja, quite so. Ja, auf jeden Fall. Perle muss auf jeden Fall mehr wert sein als aus dieser versunkene Kiste, von der mit der er angibt. Ja, damit haben wir uns entschieden. Die Muschel ist weg. Und ja, ich Ja. habe Ishmael bei mir in der Tasche und sie ist immerhin 320 Gold wert. Ja, nicht schlecht. Nicht Ja, aber schlecht. das ist natürlich, wir wollten es mal ausprobieren, weil eigentlich sind wir herzensguten Ja, Menschen, eben. aber. Eben, unsere liebe kleine, große Muschel. Lümschel.
Ja, die möchten mir eigentlich kein Leid zufügen und hätten mir echt geholfen, wieder ins Meer zurückzukommen. Tja, aber jetzt werden wir uns mal mit den beiden Jungs da oben anlegen oder mit denen mal ein bisschen quatschen. Also, wo ist denn... Suchst du noch die Stelle zum Schaufeln? Ja, genau. Die war doch hier irgendwo. Ist natürlich die Frage, ob sie die in der Zwischenzeit schon wieder mal verlegt haben. Also sie war hier irgendwo? Ich meine auch, dass sie irgendwo rechts von der Schaufel gewesen wäre. Ja. Ah, ich habe die Stelle gefunden. Dann komm mal hoch zu mir. Ah. Oder kann ich hier auch mit den... Nein, ich kann nicht mit den Händen graben. Oh, schöne Schaufelanimation. Mhm. So, hast du die Arbeit gemacht? Du darfst reinschauen. Ach ja, ein bisschen Gold ist drin. Sonst nix? Nee, sonst nix. Schade. Das ist ja enttäuschend. Ja, also ein paar Kisten hier. Mal sehen, was das so schönes drin ist. Oh, da ist auch Gold drin. Auch Gold. Hm. Nehmen wir wieder ein paar Planken mit. Ja, man weiß ja nie, wozu. Ich hoffe, dass das später im Spiel nicht so extrem wird, dass man sich ja die ganze Zeit wirklich jeden Blödsinn mitnimmt, nur in der Hoffnung, genügend Gold zu verdienen. Ja. Da sollten sie ein bisschen Balance hoffentlich noch reinbringen. Das hoffe ich auch, dass man zumindest dann die Sachen, die man findet, auch teilweise irgendwo einfach anwenden kann und nicht nur zum Verkaufen. Ist ja nicht Diablo, ist ja eigentlich hier ein klassisches Rollenspiel. Dass man halt diese Zweige oder diese Balken, was auch immer, für irgendwas craften kann oder irgendwie irgendwo anwenden kann oder Lagerfeuer draus machen jetzt aus diesen Holzstücken oder so. Ich glaube, man konnte zum Beispiel so Nägel reinschlagen, damit das dann halt so ein Knüppel mit Nägeln vorne drin ist, was mehr Schaden macht. Okay. Aber dann, das hatte ich einmal gehabt, als ich gespielt habe, aber beim nächsten Mal, immer wenn ich versucht habe, irgendwo Nägel mitzunehmen, wurde gesagt, hey, du Dieb, lass die Nägel liegen und dann... Dann war das halbe Dorf hinter dir her, oder wie? Ja, ganz so schlimm nicht, wie sie sprechen dich ja vorher schon aus und sagen, mach das nicht. Okay. Ja, dann lass uns mal mit den beiden Typen hier quatschen. Und du willst diesmal die freundliche Art wählen? Ja, natürlich. Kann bei denen auch handeln. Okay, also können bei denen auch das wäre natürlich nicht vorbeilaufen. Nee. Wir denen auch schon ein bisschen hier handeln, Sachen verkaufen. Ja, aber solange du dran bist, sind die zum Beispiel dann für mich nicht nutzbar. Okay. Aber ist ja nicht schlimm, du kannst ja durchaus mal verkaufen. Dann mach ich mal ganz fix. So. Ach ja, es bringt nicht viel, weil die haben eh kein Gold und nur ganz wenig Gold. Von daher lasse ich es bleiben. Ja, naja, bringt nichts. Er hat nur 7 Gold oder so. Oh, du windest. Du bist windig und dir steigen Blätter auf. So. Oh, ich meine, das machen wir auch jetzt im Schnelldurchgang hier. Bla bla bla. Mhm. Okay, wer seid ihr? Mhm. Ja, fragen wir mal, wie es ist hin. So. Ja. Okay. Oh, Befreier. Braucht ein bisschen viel. Okay. Befreier sind ihr ja Lob. Das noble Wort für Wachhund. Okay, wir sind Source Hunters. Okay. Okay, so. Was ist das? Okay, wir nehmen euch zum Wizard und... Okay, also jetzt sagen wir, dann zum Wizard gehen. Lass uns eskortieren. Ja, okay, lass uns halt mal zum Wizard eskortieren diesmal. Also die andere Möglichkeit wäre gewesen, so... Nö, wir brauchen keine Begleitung, keine Eskorte. Hey, 1000 XP nur für so ein doofes Gespräch. Na dann, lass mal los. Nehmen wir mal ihre Fresssachen hier mit.
Aber die kämpfen jetzt auch mit. Hallo? Dominik? Ach, der blöde Knopf vom Mikro. Ich so, so still geworden hier. Ich so, hallo, hallo, egal jemand, hallo. Ja. Ja, sie folgen uns auf jeden Fall. Ja, genau. Und letztes Mal haben wir den Kampf ja ohne die beiden hier bestreiten müssen. Was aber nicht besonders schwer war, aber mit ein bisschen Unterstützung geht es noch einfacher. Ja, da oben sehe ich schon wieder irgend so ein Kampfgetümmel. Mhm. So, ja, aber mal schauen. Letztes Mal hat es ja ganz gut geklappt, einfach hier mit Feuer. Aber wir haben diesmal ja kein Feuer. Nee, leider nicht. Das heißt natürlich, ich könnte natürlich jetzt einfach mal... Achso, auf das Fass schießen und ich könnte einen Bogen anlegen. Auf den Bogen. Na, wir haben doch die Fire Squalls bekommen und wenn wir das schon haben, dann können wir da ja theoretisch auch einsetzen. Ne? Ja, richtig. Ja, machen wir das mal. Machst du oder ich? Mir egal. Da ich dran bin, mache ich es einfach. Ja, würde ich sagen. Mhm. Weil bevor die dann irgendwie so weit weglaufen. Genau. So. Okay. Ach, nicht genug Action Points. Ich brauche wie viel? 18 Action Points. Ja, dann natürlich vergessen. Ja, oder ich spare die. Ich kann ja bis zu 2, 4, 6, 8, 12 bekommen und dann muss ich eine Runde fahren. Dann setze ich erstmal aus und ja. Gut, ich mache das Übliche, nämlich Operation Wolf. Mhm. Kommt da wieder auf der Erde. Wolf. Und ein kleines Stückchen komme ich noch vor. Und ja, dann würde ich aber sagen, dass ich am besten mit dem Wolf jetzt nicht vorlaufe, wenn du dann gleich Feuer machen willst. Genau, ne? Genau. Das heißt, mein Wolf macht einfach bei Fuß. Aua. Du brennst. Ja, das ist natürlich jetzt eher suboptimal, weil die ja schon durch die Gegend laufen und die Reichweite von dem Ölfass vielleicht auch nicht so riesengroß sein wird. Ja, ist die Frage, ob die beiden da noch weglaufen. Mm-hmm. Weil zwei wären noch in Reichweite. Du müsstest dann natürlich jetzt zumindest aus dem Feuer rauslaufen. Ja, richtig. Wenn du das für zwei Action Point schaffst, dann müsstest du das noch für die Rolle reichen. Schaff ich. So. Ja, schade, ich glaube, der Schamane steht nicht drin. Ja, und der andere auch nicht. Ja, super. Oh. Natürlich. Aha. Ja. Dann mache ich als erstes hier den Schamanen. Du solltest gleich auf jeden Fall einen Heiltrank nehmen. Ja, richtig. So, und jetzt ist noch mein Wolf dran und der beißt einfach mal hier ganz stark auf dem Ork rum. In den Ork rein, genau. Lecker Fleisch. Ork-Sandwich. So, das waren alle Points von ihm. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Oh nee. Was denn? Für was haben wir XP bekommen? Bei deinen. Ja, der eine ist im Feuer jetzt gestorben. Ah, okay. Cool. Oh, die Wache ist doof, die läuft da ins Feuer rein. Ja klar. Gemütlich warm, natürlich. Immer mal einen Direktangriff, so. Heiltrank nehmen, eventuell. Ah, richtig, genau. Oh, hab ich noch? Ja, ich hab nochmal Action Points. Ja, sehr schön. Gut. Das war's. Gut. Was ich auf jeden Fall mal versuchen wollte, ich gebe dir jetzt mal ein Damage Boost Vergleich. Mhm. Cool. Und ich brenne? Warum brenne ich eigentlich?
Und vorher noch, ne? Ja, glaub schon. Ja. Und die nächste Wache von uns rennt ins Feuer rein. Alle rennen ins Feuer. Ja, sehr intelligent. Ja. Das ja. kommt, wenn man halt den ganzen Tag säuft. Ja, genau. Oder, naja. So, jetzt hast du da, guck mal, wie viel Damage du jetzt mehr machst. Du hast oben einen Buff an deinem Avatar. Ah, plus 50 ist, ja, mal schauen. Dann müsstest du den ja quasi, oh, ich ja. hab gedacht, du würdest mit einem Schlag umhauen. Dachte ich auch. Also, ich hab einmal, okay, dafür treffe ich jetzt nicht mehr. Aber da ist er weg. Ja, na gut. Okay, hat geklappt. Dann ist jetzt noch der schwarze Kultist. Nur noch, ach, ja, nur, der steht. Ja, Schamane ist im Platz. Sehr schön. Okay, dann exp ich mal den Bogen einfach. Hm? So. So, ich kann den jetzt, glaube ich, nicht richtig anvisieren. Invalid Target. Okay, habe ich da vielleicht. Fehlt mir die. Die freie Sicht. Laufe ich mal ein Stückchen hier durch. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug Action Points für. Naja, ich hätte 4 gebraucht, um noch angreifen zu können. Ja. Na gut, dann bleibe ich hier stehen. Okay. Ja, kommen vielleicht die 3 brennenden Legionäre. Vielleicht Typ ja noch. Mann. Ja, doch, die schaffen den. So. Gut. Ja, da ist er weg. Also, das war doch nicht schlecht. Ja, und unsere Wachen haben zumindest auch alle überlebt, auch wenn sie ein wenig kokeln. Ja. So, würde ich aber sagen, bevor wir jetzt uns in die Stadt begeben, könnten wir schon wieder mal einen kleinen Schnitt machen. Ja, auf jeden Fall. Schon über 20 Minuten. Ja. Genau. Aber hat sich gelohnt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar. Hopp, hopp, hopp. Badam, badam.